Hier seht ihr auch, oft ist die einfache Variante absolut ausreichend, einfach in Anführungsstrichen, wenn die Person dadurch schon von der Mobilität und auch von den Kraftressourcen gefordert ist. Jungs, noch viermal, zwei pro Seite, dann sind eure 45 Sekunden auch schon wieder um. Geht's euch gut? Blöd, die Frage jetzt zu stellen, ne? Was ist die Funktion des Rumpfes? Wenn wir uns überlegen, was der Rumpf über den Tag hin leisten muss, ist es immer die Verbindung zwischen oberen und unteren Extremitäten. Das heißt, der Rumpf ist dazu da, alles, was an Kraft oder an Impulsen von oben kommt, nach unten weiterzuleiten oder andersherum. Manchmal ist langsam mehr, nimm ruhig das Tempo ein bisschen raus, leg unten immer wieder die Handflächen zusammen, streck die Arme aus und streck vor allem den Rücken ganz lang. Perfekt. Nach der Hälfte der Zeit wechseln wir die Seite. In unserem Core-Workout dieser Edition haben wir 8 Übungen bzw. Bewegungen. Ich möchte die Übungen nicht Übungen nennen, weil Übungen einfach zu definiert sind. Bewegungen sind vielfältiger, komplexer und größer. Genau das, was wir brauchen. Denn je vielfältiger unser motorisches Programm arbeitet, das heißt, je mehr Bewegungen in unserem Programm eingespeichert sind, desto besser können Bewegungen dann spontan draußen im Alltag hervorgerufen werden. Wunderbar. Das ist die erste Hälfte. Alex, du bleibst dabei, weil das einfach gut aussieht. Wir gehen einen Schritt weiter und rudern diagonal. Einmal rechts, einmal links.